Die Bundesliga erwacht aus ihrem Winterschlaf. Endlich ist es wieder soweit. Wir haben Fußball in Deutschland und beginnen mit dem Rückrundenauftakt zwischen den FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. Das Hinspiel endete 0:0 zwischen diesen beiden Mannschaften, wo es rein theoretisch einen Sieger hätte geben können. Raman scheiterte kläglich vor dem Tor von Jan Sommer. Und auf der anderen Seite hatte Gladbach die Möglichkeit, mit Alassane Player das Ding dann für sich zu entscheiden. Aber da traf man nur den Pfosten. Es gibt ein paar Änderungen auf Schalker Seiten zumindest. Schubert im Tor ersetzt Nübel, der immer noch gesperrt ist. Otschipka, Nastasic, Kabak und Jonjo Kenny. Mascarell, der neue Kapitän, auf der 6. Serda und Caligiuri auf der 8. Gregoritsch, Leihgabe aus Augsburg gekommen. Und ganz vorne Rahman und Burgstaller. Bei Gladbach relativ wenig Veränderung. Sommer im Tor, Wendt, Janschke, Ginter, Leiner, Zakaria, Embolo und Kramer. Und ganz vorne Thuram, Player und Patrick Herrmann. Janschke ersetzt Elvedi, der noch Rückenprobleme hat und Benzabainis verletzt. Wir beginnen mit einem Freistoß von Oskar Wendt, der genau in die Arme von Schubert geht. Nach gut 8 Minuten. Gegenseite Freistoß Schalke mit Gregoritsch. Denkt nach, weiß nicht ganz genau, wo er da hinlegt. Viele erwarten diesen Freistoß dann auch von der Leihgabe. Freistoß freigegeben. Gregoritsch versucht die Flanke, aber die geht ins Nimmerland. Ungefähr das spiegelt so die ersten 30, 25 Minuten wieder. Dann gibt es mal die erste Chance aus dem Spiel heraus. Kramer mit dem Zuspiel für Player. Der legt sich den Ball selber auf, aber verzieht dann doch kläglich. Das kann er besser. Die Schalker antworten ebenfalls kurz darauf. Rahman mit dem Zuspiel für Kenny. Der bringt das Ding in die Mitte. Burgstaller direkt, aber genau in die Arme von Jan Sommer. Die Schalker macht weiter mit Serdar, kurz vor Halbzeitpause. Der sucht hier den Pass für Rahman, aber Oskar Wendt im letzten Moment dazwischen. Das hätte gefährlich enden können. Sprung in die zweite Halbzeit. Wir sind mittlerweile sogar schon in den Schlussminuten. Patrick Herrmann mit dem Zuspiel für Neuhaus. Der legt den Ball wieder sehr schön zurück. Und Patrick Herrmann scheitert an Schubert. 3 Minuten später, die Gladbacher hatten jetzt so ein bisschen Druck aufgebaut. Player mit dem Versuch. Und wieder ist Schubert zur Stelle. Der machte einen guten Job hier als Nübel-Ersatz, der durch diese Aktion gegen Gacinovic im Frankfurter Spiel gesperrt worden war. Zu Recht. Die Gladbacher versuchten wirklich alles. Herrmann gegen Nastasic, der erobert sich den Ball und wird dann gezogen am Trikot. Schiedsrichter gibt das als Freistoß, ist sehr fragwürdig. Wendt mit dem Freistoß und da findet er Thuram! 89. Minute, 1 zu Gladbach. Das war ja so eine Stärke von den Fohlen in der Hinrunde. Sie haben sehr viele Spiele für sich entschieden in solchen Schlussminuten. Etliche Beispiele, ob es Bundesliga war, ob es Europa League war. Egal, sie können das einfach. Freistoß von Wendt Richtung Mitte, der findet Thuram, der da sich schön durchsetzt gegen Burgstaller und Kabak. Und dann den Ball auf den Boden abtropfen lässt. Keine Chance für Schubert, 1 zu Gladbach. Und Schalke versucht es dann nochmal in der letzten Sekunde. Aber der Fehlpass von Burgstaller besiegelt diese 1-0-Niederlage zum Rückrundenauftakt. Gladbach stiehlt die 3 Punkte, last minute davon. Am Ende muss man sagen, es geht in Ordnung. Gladbach mit mehr Ballbesitz. Gladbach war an sich auch gefährlicher, vor allem in den letzten 10 Minuten. Und im Endeffekt entscheidet das dann auch die Partie für sich.